Freunde des Radsports, heute zeige ich euch ein weiteres Fahrrad und zwar mein Gazelle Lastenrad Heavy Duty NL. Es ist von 2016, ich habe es jetzt also schon das fünfte Jahr und fahre es jeden Tag. Es steht bei Wind und Wetter draußen, ich putze es immer mal über und habe jetzt nach fünf Jahren tatsächlich zum ersten Mal die Kette gewechselt, den Satz Reifen gewechselt und jetzt erst letzte Woche einen neuen Satz Pedale bekommen, weil die alten tatsächlich durch waren. Ihr seht, ich habe vorne den großen Basel-Korb vor, oder Basel sagen auch manche, eine Marke aus den Niederlanden. Auch dieser Korb ist seit fünf Jahren Wind und Wetter ausgesetzt. Ich fahre bei Regen, ich fahre bei Schnee, immer. Was immer dabei ist, ist die Kette für das Rahmenschloss. Ich nenne es auch gerne Bäckerschloss. Ihr kennt es, Bügel runterdrücken, Schlüssel rausziehen, fertig. Man kann hier den Schlüssel reinstecken, auf der anderen Seite hingegen dieses Kettenschloss noch einstecken und das Fahrrad zum Beispiel in einer Laterne festketten. Ich habe im Moment eine Halterung für den Kindersitz verbaut, damit ich meine Tochter abholen kann, vom Kindergarten zum Beispiel. Und ja, jetzt schauen wir uns das Rad mal im Detail an. Natürlich hat es eine Nabendynamo vorne. Ist wartungsarm bzw. wartungsfrei, man merkt überhaupt keinen Widerstand und ich habe die Lampe jederzeit an. Das ist übrigens eine der ersten Sachen, die ich gewechselt habe an dem Fahrrad. Die Originallampe hat überhaupt kein Licht gemacht, aber jede Kerze besser. Entschuldigt, es ist ein bisschen windig heute. Ich habe diese Lampe nachgerüstet und muss sagen, richtig gut. Hinten, und das ist bei Gazelle typisch, hat man kein Kabel, sondern eine Lampe mit Batterie. Das ist die originale Axa-Lampe. Ein, aus. Ich habe mal probiert, ein Kabel zu verlegen von vorne vom Nabendynamo. Hat auch geklappt, aber ich habe dann doch irgendwie die Nase voll gehabt, weil es einfach nicht gut funktioniert hat. Und das mit der Batterie hundertprozentig ist. Wir haben eine 7-Gang-Nabenschaltung über den Drehgriffschalter am Lenker. Und das funktioniert einwandfrei. Ab und zu sitzt ein Gang nicht ganz richtig drin, es knackt ein bisschen. Rollenbremsen, ja, da scheiden sich die Geister. Ich bin damit ganz zufrieden, selbst mit meiner Tochter oben auf dem Kindersitz, wenn wir den Berg runter rasen und sie liebt es schnell zu fahren, bremsen diese Bremse. Man muss jedoch frühzeitig anfangen, den Bremsweg tatsächlich zu sehen. Ein geschlossener Kettenkasten, das ist bei 100 Rädern typisch. Wie gesagt, die erste Kette nach 5 Jahren habe ich gewechselt, einfach weil sie sich ein bisschen gelenkt hat. Ich bin knapp 7000 Kilometer gefahren in den 5 Jahren. Die Kette war immer noch mit dem Originalfett versehen. Wir haben durchgehend zwei Nuller Speichen, hinten wie vorne. Die Felgen sind doppelt geöst und haben auch in den 5 Jahren, ich habe schon alles transportiert, Leute, weder Seiten noch Höhenschlag bekommen, nie eine lockere Speiche, alles immer hundertprozentig. Was richtig cool ist bei den Gazelle-Rädern, ist hier oben am Lenker, beziehungsweise am Steuerkopf, ein Mechanismus. Ich habe ihn jetzt mal geöffnet. Ich kann jetzt also ganz entspannt lenken. Wenn ihr den Korb mal beladen habt, kennt ihr das alle, der Korb schlägt um. Dafür hat Gazelle hier einen Mechanismus. Ich muss mal eben gerade gegenhalten mit meinem Ellbogen. Ich drehe den und schon ist der Lenker eingerastet. Er kippt nicht mehr um. Ziemlich cool. Wir haben einen zentralen Ständer, sodass das Rad wirklich immer gerade steht. Es gibt zu keiner Seite, egal ob voll beladen oder nicht, funktioniert hundertprozentig. In dieser ersten Version von 2016 ist es leider so, dass die Pedale unten an den Ständer kommen und immer mal wieder ein bisschen Farbe abblättert. Das Rad ist hundertprozentig leise. Das Rad dreht sich, man hört nichts, kein Klackern. Auch beim Treten, man hört die Kette überhaupt nicht. Es ist sehr schön geschlossen. Am Gepäckträger fehlt eine Klemme, um zum Beispiel mal eine Jacke draufzusetzen. Dafür kann man ein Spanngurt verbauen, hundertprozentig. Clean. Vorne der Gepäckträger ist natürlich auch schon dran und ja, es sind Pannenschutzreifen drauf, ganz normal mit Schläuchen montiert, wunderbar zu fahren. Der Sattel ist richtig schön bequem, auch meine Startnummer vom Alpseerennen, 2019, lang ist her. Ich bin super zufrieden. Übrigens ist der Korb auch ein prima Regenschutz. Ja Leute, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir gerne. Ich danke euch wie immer fürs Zuschauen und wünsche euch allzeit gute Fahrt. Macht's gut. Ciao.